Und jetzt kommt Marie Wasilewski vom Free Assange Committee Germany. Das ist eine sehr wichtige Institution. Zusammen mit freeassange.eu sind unsere Mahnwachen bundesweit und sogar international vernetzt. Und nur dadurch konnten wir überhaupt diese Veranstaltung gemeinsam stemmen und durch unsere Kooperationspartner. Now, Marie Wasilewski vom Free Assange Committee Germany. Together with freeassange.eu, these two institution initiatives are very important for all vigils in Germany and even abroad Germany. Marie Wasilewski. Hallo nach Stuttgart. Ich hoffe, man kann mich hören. Erstmal danke an alle, die sich für Julian Assange einsetzen, an alle Unterstützerinnen und Aktivisten und insbesondere an diejenigen, die heute in Stuttgart aus verschiedenen Gründen nicht dabei sein können, aber sich unglaublich engagiert und unermüdlich für Julian Assange einsetzen. Vielen Dank an euch. Herzlichen Glückwunsch auch nach Köln an Imagine Artists for Assange für die 12.000 Euro für die Verteidigung von Julian Assange. Das ist ganz toll, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte gerne eine Nachricht auf Englisch an North President Trump vermitteln. President Trump, please pardon Julian Assange. Very many supporters worldwide will be very thankful for this act and will remember you forever. Pardon Julian Assange. Ich möchte gerne auch was zu Amnesty International sagen. Eben hat ja ein junger Herr von Amnesty gesprochen. Das ist sehr begrüßenswert, auch das Engagement von Amnesty International. Aber es ist noch Luft nach, würde ich sagen. Ich habe diesen offenen Brief auch unterschrieben. Und ich finde es toll, dass Amnesty sich weiter engagieren möchte. Aber was zum Beispiel die Zentrale in Berlin tun könnte, ist Julian Assange als gewaltlosen politischen Gefangenen anerkennen. Das wäre eine sehr wichtige Hilfe. Urgent Actions zu bestehenden Menschenrechtsverletzungen gegen Julian sind auch eine unheimlich wichtige Hilfe. Ich bin mir sicher, dass wir da in Dialog treten können und auch die Initiatorinnen und Initiatoren des offenen Briefes werden bestimmt in Dialog treten wollen. Lass uns das zusammen angehen. Zu den aktuellen Menschenrechtsverletzungen an Julian Assange. Seit 1,5 Jahren ist er in Isolationshaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Alles, was über 14 Tage Isolationshaft ist, definieren die Vereinten Nationen als psychologische Folter. Julian Assange hat vollkommen unzulänglichen Zugang zu seinen Anwälten und kann seine Verteidigung nicht mit vorbereiten. Seine medizinische Versorgung ist vollkommen unzureichend. Die Liste der aktuellen Menschenrechtsverletzungen ist lang. Auch darum würden wir uns über Engagement von Amnesty sehr freuen. Was ihn in den USA drohen würde, ist ein menschenverachtendes Gefängnissystem, geprägt von institutionalisierter Folter, mit dem Ziel, Dissidenten gezielt psychologisch und körperlich zu zerstören. Das gilt es zu verhindern. Wir machen regelmäßig Mahnwachen für Julian Assange und für WikiLeaks. Und wenn wir mit den Menschen auf der Straße sprechen, sind sie regelmäßig erschüttert und bestürzt und empört darüber, was Julian Assange zustößt. Vieles geschah bald, weil es einen medialen Blackout gibt, der auch dringend behoben werden muss. Einigen, die hier zuschauen, geht es vielleicht ähnlich. Vielleicht seid ihr ähnlich bestürzt und wollt etwas tun. Das Entscheidende ist, aus dieser Bestürzung Energie zu ziehen und sie umzusetzen in Handlungen. Das Einzige, was Julian Assange retten wird, sind die geballten Aktionen, die sogenannten kleinen Leute. Was euch vielleicht als klein oder ungut erscheint, kann in der Summe den entscheidenden Tropfen, das Fass zum Überlaufen bringt, beziehungsweise die Bürger in die Freiheit bringt. Jede eurer Aktionen ist wichtig. Darum appellieren wir an euch, schaut auf die Seite www.freeassange.eu, sucht eure Stadt, geht zu Mahnwachen,
informiert euch weiter über die Hintergründe. Erzählt Freunden, Kollegen, eurer Familie, den Nachbarn über Julian Assange. Findet heraus, welcher Politiker oder welche Politikerin in eurem Wahlkreis im Bundestag sitzt. Schreibt einen Brief oder besser noch, ruft an. Ruft eure Abgeordneten an. Vereinbart ein persönliches Gespräch. Wir haben heute Heike Hensel gehört, die Linken engagieren sich für Julian Assange. Und es gibt viele weitere, die noch gar nicht Bescheid wissen, was passiert, aber sich ebenfalls engagieren würden. Informiert die Leute. Wenn es in eurer Region keine Mahnwachen oder Kundgebungen gibt, organisiert selbst welche und informiert die lokalen Medien darüber. ARD, ZDF, FAZ, TAZ, kontaktiert die Mainstream-Medien und fragt, warum sie nicht über Assange berichten und fordert die Berichterstattung ein. Es geht um unsere Pressefreiheit, um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Freiheit für Julian Assange, jetzt. Dankeschön. Vielen Dank, Marie Wasilewski.